Ob er gewinnt, erfahrt er schon voran. Ich bin Aaron Zech, ich bin 14, ich komme aus Grabs. Was macht er echt am liebsten? Meine Hobbys sind Trampolin springen, Skifahren, Tennis spielen, alles, was etwas mit Sport zu tun hat. Aber meine Hauptleidenschaft ist Musik. Ich selber Songs schreiben und singen. Ja, ich kann mich dort einfach am besten ausdrücken am Klavier. Zwei Fans hat er schon. Meine Eltern haben mich sicher schon immer unterstützt. Bei jedem Auftritt sind sie dabei. Und ich habe mit 5 so ziemlich auf allem herumgekämmert, was ich gefunden habe. Und dann haben mich meine Eltern in die Schlagzeugstunde gegangen. Und ja, vor einem halben Jahr bin ich ins Klavierstunde gegangen. Und das hat mich eigentlich einfach inspiriert, um mal selber einen Song zu komponieren. Ja. Und mit dem wagt er sich jetzt auf die grosse Bühne. Hallo. Hi. Darf man wissen, wer bist du? Woher kommst du? Ich bin Aaron Zech, bin 14 und komme aus Grabs. Es sieht so aus, wenn du uns etwas vorspielst oder singst du dazu? Also ich spiele euch heute von mir einen eigen geschriebenen Song vor. Und spiele auch dazu. Dann kannst du uns ja voraus verraten, um was es geht in diesem Lied? Also, ich bin verliebt und dann gehe ich zu der, also ich will immer zu der Person hin und habe Schiss. Und die hat blaublonde Haare und schöne Augen. Ah, und die Geschichte hat sich so zugetragen? Ja. Und musst du uns eigentlich noch nicht verraten. Aber merkt man im Song, ob es ein Happy End gibt oder nicht? Ja, also, du gehst dann zu ihr? Ja. Gut, und damit wir nicht alle hemmungslos einfach brüllen und denken, es kommt nie gut, du bist jetzt mit dem Mädel zusammen, wo du da besingst. Nein. Oh. Nein. Oh. Es ist schon ein halbes Jahr her. Aha, ja. Aber, also, du könntest den Song auch für einen anderen wieder brauchen, oder? Ja, wenn man so will. Also, wie heisst der Song? Braunblonde Haar. Braunblonde Haar. Genau. Super. Also, freut uns auf den Aaron. Du merkst, Hallen ist beeindruckt. Ja.
Und der Song muss «Braun-blonde Haare» heissen oder so, inbrünstig, wie du das gesungen hast. Also wahrscheinlich haben dir nur die Haare wirklich gefallen. Allen, oder? «Braun-blonde Haare». Aber du weißt was? Also als Songwriter würde ich in dich investieren. Merci. Aaron, ich bin auch sehr positiv überrascht. Ich sehe, du bist authentisch. Das habe ich gespürt. Du hast mich berührt. Ich finde wirklich, du hast Talent. Ich würde sagen, der Justin Bieber aus der Schweiz. Oder? Nein, der Aaron ist besser als der Bieber. Ja, natürlich. Well, Aaron, du hast Passion, du hast Liebe zu der Musik, du hast alles, was es braucht. Und ein Ja von mir. Merci. Du bist unglaublich gut. Ja. Merci. Wir suchen jetzt die grössten Schweizer Talente und das wird nicht so einfach an dir vorbeizukommen. Also dreimal Ja für dich, Aaron. Der bessere Bieber aus dem Kanton St. Gallen.